Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam ist die einzige Person, die in der Kaaba geboren wurde. Also keine andere Person wurde jemals in der Kaaba geboren. Es ist die einzige Person, bei der das verzeichnet wurde. Und Hakim ibn Hizam, dessen Kunde Abu Khalid ist, zählt zu den sogenannten Muslimatul Fath. Die Muslimatul Fath, wie ich schon mal gesagt habe, in der Biografie oder Kurzbiografie von wem war das? In der Kurzbiografie von Abu Muawiyah, dass die Personen sind, die den Islam nach der Eröffnung Mekkas angenommen haben. Die nennt man Muslimatul Fath. Er zählte auch zu den Mu'allafa, das heißt, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam privilegiert hatte in der Zakat. Er gab ihm am Tage von Hunayn 100 Kamele. Später jedoch ist der Islam dieses Mannes äußerst gut gewesen. Und er war der Besitzer der Darun Nadwa. Die Darun Nadwa war sowas wie das Parlament der Quraysh. Darun Nadwa. Man kann das bezeichnen als das Parlament der Quraysh. Darin haben sich die großen Männer und die Führer der Quraysh versammelt, um sich gegenseitig zu beraten bei Entscheidungen und derartiges. Das heißt, es war dieses Haus oder dieses Gebäude hat man Darun Nadwa genannt, und Hakim ibn Hizam hat das gehört. Und er hat das später verkauft für 100.000 Dinar hat er das später verkauft. Und da kam Ibn Zubayr zu ihm und er sagte: Bi'ta makramata Quraysh, du hast den Adel der Quraysh verkauft. Also dieses Adelsgut oder diese Erinnerung an den Adel der Quraysh hast du verkauft. Und dann sagte Hakim ibn Hizam, er sagte: Zahabatil makarimu illa taqwa. Es gibt keinen Adel mehr außer der Taqwa. Die Taqwa ist das Einzige, was den Menschen auszeichnet und ihn erhebt. Wie Allah Ta'ala im Koran sagt: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waja'alnakum. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waja'alnakum شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. O ihr Menschen, wir haben euch aus Mann und Frau geschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf dass ihr euch kennenlernt. لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Der würdigste und edelste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Tayyib, er ist im Jahr 54 nach der Hijra gestorben, in den Amtstagen von Muawiyah radiyallahu anhu. Und auch er hat ca. 40 Ahadith überliefert, berichtet 40 Ahadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wovon auch nur 4 in den Sahihain verzeichnet sind, nur 4 Ahadith.